Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Account. Ich bin Lisa Marie, ich bin 17 Jahre alt und ich befinde mich momentan in Louisiana. Ich bin jetzt gerade aus der Schule wiedergekommen und meine Gastmutter und ich, wir werden gleich abgeholt. Und dann werden wir mit noch 5 weiteren Leuten, unter anderem einer Freundin von mir, nach New Orleans fahren und dort das Wochenende verbringen. Wir haben ein kleines Haus gebucht und genau, ich nehme euch einfach mal mit. Weil wir jetzt gerade in New Orleans sind, darf Mardi Gras natürlich auch nicht fehlen und wir sind hier jetzt gerade in der Mardi Gras World und da werden wir uns jetzt gleich einen kleinen Film zu anschauen. Dann gibt es ein Stück King Cake und dann werden wir eine Tour machen. Ich glaube, dann werden wir ganz viele Mardi Gras Wagen sehen und genau. Hier sieht man, wie die ganzen Figuren für die Wagen hergestellt werden und dass es hier mit Pappmaché gemacht wird und wie riesig diese ganzen Sachen immer sind. Uns wird auch erzählt, dass hier die Sachen, die man jetzt sieht, natürlich nicht in der Parade 2023 drin vorkommen werden, weil man ja nicht die Spannung vorwegnehmen möchte. Uns wird auch erzählt, dass die Farbe, die aufgetragen wird, relativ wasserdicht ist. Also theoretisch kann es 3 Stunden regnen, bevor die Farbe anfängt zu verlaufen. Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Es ist jetzt der nächste Morgen. Wir haben kurz vor 9 und wir stehen vor dem Café du Monde und wir werden jetzt gleich typische New Orleans Donuts probieren als Frühstück und genau. Wir sind jetzt hier im French Quarter und wir werden gleich noch zu einem French Market gehen und genau, hier im Hintergrund ist ein Museum. Hier hinter mir sieht man vielleicht noch irgendwo rote Wagen und wir haben gerade eine Kurzfahrt gemacht, eine 30-minütige durch die Stadt. Genau. Wir stehen jetzt hier vorm French Market und da sind ganz viele kleine Läden und genau, wir werden jetzt mal ein bisschen shoppen gehen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserer Bootsfahrt und wir müssen uns gerade ein bisschen beeilen, weil wir nicht ganz genau wissen, wo wir wirklich hin müssen. Und wir haben nur noch nicht mehr so viel Zeit, aber ja. Wir werden jetzt noch eine Schifffahrt machen und da hinten sieht man auch schon das Schiff. Und genau, ich bin schon total aufgeregt, weil das ist so ein typisches Mississippi River Schiff, wie man sich das immer so vorstellt. Wir sind jetzt hier schon seit einiger Zeit auf dem Mississippi River Schiff und da vorne ist gerade schon die Sonne untergegangen und es sah so, so schön aus. Die Sonne war richtig, richtig rot, aber jetzt ist es leider schon wieder alles weggegangen. Und genau, so sieht das hier auf dem Schiff aus. Ist wirklich so ein typisches Mississippi River Schiff, wie man sich das so vorstellt, wie man das auch aus manchen Filmen kennt. Und ja, ist richtig süß.
Unsere Schifffahrt ist jetzt zu Ende und wir werden uns jetzt noch etwas zu essen holen. Und danach werden wir nochmal über die Halsted Street Bourbon Street. drüber laufen. Wir sind jetzt in einem Park und werden jetzt ein bisschen spazieren gehen. Wir haben uns alle noch Starbucks-Drinks geholt. Und genau, direkt nebenan soll wohl ein richtig schöner Zoo sein, den werden wir aber heute nicht mehr besuchen. Wir waren jetzt noch in einem Antikladen auf der Magazine Street. Und genau, wir haben jetzt gleich schon 4 Uhr nachmittags und manche von uns haben einen 4-Stunden-Weg nach Hause. Deswegen werden wir uns jetzt auch wieder auf den Rückweg machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!